Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Zauberer und Prinzessin. Und ich muss sagen, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wisst ihr nämlich, was hier hinkommt? Das sollen nämlich keine 6 Buchstaben sein, wie ich vermutet hatte. Das ist nur, ja, wahrscheinlich nur im Allgemeinen 6 Dinger. Und passt auf, ich weiß jetzt, was es sein soll. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und zwar, passt auf. Oh, okay, das geht so nicht. Ich dachte, ich könnte... So. Oh Leute, es ist die Uhr. Die Uhr. Die Uhr wacht Tag und Nacht. Hat keine Füße, muss gehen. Und sie schlägt ja auch bei voller Stunde. Ich wäre da nie drauf gekommen, weil ich war so auf irgendein Märchen erpricht, dass ich gar nicht dran gedacht habe, dass es was anderes sein könnte. Ich habe die ganze Zeit nach Märchenfiguren in Häkchen Ausschau gehalten. Ui. So, ich habe 2 Flügel und kann nicht fliegen. Habe einen Rücken und kann nicht liegen. Ich habe ein Bein und kann nicht stehen. Trage eine Brille und kann nicht sehen. Ja gut, eine Brille, ja, eine Brille kann man doch dann draufsetzen. Also müsste das doch die Nase sein, ne? Ich habe ein Bein, Nasenbein. So. Dem Reichen bin ich nie, den Armen oft beschieden, doch weiß kein Sterblicher mehr Dank. Wenn du mich hast, so bist du unzufrieden. Hast du mich nicht so, so bist du krank. Hast du mich nicht, so bist du krank. Dem Reichen bin ich nie, den Armen oft beschieden, doch weiß kein Sterblicher mehr Dank. Wenn du mich hast, so bist du unzufrieden. Hast du mich nicht? Okay, also irgendwas, was die Reichen haben und die Armen nicht. Das ist ja meistens Geld. Aber Geld... Ja gut, durch Geld kannst du auch krank werden, ne? Weil dann hast du ja nichts zu essen. Oder kannst dir nichts kaufen, besser gesagt. Kein Futter oder so. Nee. Was haben denn Reiche noch, was die Armen nicht haben? Dem Reichen bin ich nie, den Armen oft beschieden. Da weiß kein Sterblicher mehr Dank. Wenn du mich hast, so bist du unzufrieden. Hast du mich nicht, so bist du krank. Ja, Essen? Vielleicht doch Essen. Nee. Das weiß kein Sterblicher mehr Dank. Okay, man dankt es ihm nicht. Ja gut, Essen dankt man ja, ne? Aber was haben denn die Reichen denn nie? Wenn du mich hast, so bist du unzufrieden. Hast du mich nicht, so bist du krank. Also ich schätze ja mal, dass das doch irgendwie was mit Essen zu tun hat vielleicht. Weil... Geld kann es ja jetzt nicht sein, das haben wir gehabt. Essen haben wir aber auch gehabt. Ja, trinken Wasser gab es ja eigentlich überall und nirgends. Brunnen und sowas, also kann das ja nicht sein. Wenn du mich hast, so bist du unzufrieden. Ja gut, dann kann es ja Essen ja nicht sein, ne? Weil du bist ja dann nicht unzufrieden, dann bist du ja zufrieden. Vor allem, wenn es Schokokuchen oder sowas ist. Okay, die Armen haben das aber eigentlich doch recht oft. Die Reichen haben das nie. Und wenn man das dann hat, dann ist man unzufrieden. Also sind die Reichen immer zufrieden und die Armen sind unzufrieden. Hast du mich nicht, so bist du krank. Oh Leute, was soll denn das sein? Dem Reichen bin ich nie, dem Armen oft beschieden.
Aber es kann Sterblicher mehr Dank. Also man dankt es ihm nicht. Aber wenn man das hat, dann ist man auch unzufrieden. Wenn man es nicht hat, ist man zufrieden. Aber hier steht, hast du mich nicht, dann bist du krank. Wieso ist man denn dann krank? Weil die Reichen haben es ja nie, also sind die können ja dann nicht krank sein. Dem Reichen in Armen. Was haben denn die Armen? Die Armen, die haben kein Geld, kein Essen. Und wenn sie kein Essen haben, sind sie ja unzufrieden. Und wenn man, Moment. Und wenn die Hunger haben, dann sind sie ja unzufrieden. Moment. Wir gucken mal, weil die Reichen, die haben ja nie Hunger, ne? Das würde ja wieder passen, aber ich verstehe das nicht mit dem, so bist du krank. Ja gut, wenn man krank ist, hat man ja auch keinen Hunger, ne? Oh, okay. Okay, das war's wirklich. Im Stockwerk unter diesem hat sich anscheinend etwas geöffnet. In welchem Stockwerk sind wir denn gerade? Achso, wir sind im zweiten. Okay. Jetzt habe ich hier, ich glaube, 5 Minuten an diesem Rätsel gehangen. So. Oh, okay. Kopf. Hand, Fuß, Hut, Bauch. Oh je. Moment. Geht das hier nach der Reihenfolge? Moment, ich guck mal kurz. Ich glaube, ja, zuerst war ja der Kopf. Der Kopf fehlt ja, ne? Genau, Hand, Fuß. Fuß sehe ich gerade nicht, aber hier fehlt der Hut bei dem vorletzten und der Bauch. Also Kopf sind oben die Ecken. Okay. Reihenfolge? Ich finde, das sieht gut aus. Ah! Tatsache. Oh. Hm. So. Hand. Das muss so aussehen. Aha. Das ist ja süß. Jetzt bauen wir die zusammen. So, als nächstes kommt das Bein, oder? Ach, nee. Füßele. So, das sind oben die beiden. Ja gut, das dürfte eigentlich nicht schwer sein. Oh, oder auch doch. Leute! Ich hasse sowas. Ja, ja. Ich kann gerade voll nicht reden, Leute. Weil... Mann! Na toll, hier habe ich es jetzt. Nun, geh doch mal weg hier. Thank you.
Oh, ich kann sowas einfach nicht. Ich hasse das. Ich hasse das jetzt schon. Kann ich erstmal was anderes machen? Ich hasse es. Leute, ich hasse sowas. Ich weiß, das ist immer mit System, aber ich habe keine Lust auf sowas. Okay. Oh, meine Güte. Meine Güte, Elserlein, hör auf, dich mal hier zu putzen. Hilf mir mal lieber. Das ist nämlich echt brutal hier. So. Jetzt noch. Okay, das war ja jetzt irgendwie leicht. Und jetzt kommen wir zu den Füßen. Oh mein Gott, ich will das nicht. So, okay, Füße, da oben die beiden. Ich kann da immer nicht sprechen, Leute. Das Problem ist hier wirklich, dass nur zwei leuchten dürfen, aber... Moment mal, wenn ich... Ich muss irgendwie schaffen, dass nur in der Mitte welche laufen, wollte ich gerade sagen. So. Ich krieg das reine Kotzen. Und zwar nicht so knapp. Caddy, nerv mich nicht. Ich bin hier voll hoch konzentriert und kriege gleich den reinsten Ausraster. Danke. Das war eben zu schlimm, Leute. Das war eben echt böse. Meine Güte. Meine verdammte Güte. Oh. Oh Mann, ich krieg einen Knall. Das Geräusch kam vom Fahrstuhl. Los geht's. Speichern. Schnell speichern. Ich will nicht. Warte mal, Fähigkeiten. Können wir irgendwas? Oho. Da-da-da-da. Aber was war denn mit den Kugeln? Dritter Stock? Ich will gar nicht mehr. Dieser Turm ist total blöd. Danke. Diese Kugeln geben dir neue Techniken. Ho, 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 ho. Oh, das hört sich nach einem Kampf an. Speichern. Bevor du weitergehst, solltest du lieber abspeichern. Möchtest du es? Ja.
Okay, dann würde ich aber sagen, bevor wir da reingehen, ich sind jetzt leider nur 15 Minuten, aber ich beende den Part erst einmal. Denn wer weiß, wenn wir in einem Kampf verwickelt sind, wir haben das ja schon bei der Hexe gesehen, es dauert ja Ewigkeiten, bis man mal den Kampf gewonnen hat oder auch nicht, je nachdem. Bei mir weiß man das immer so nicht, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder von Zauberer und Prinzessin. Und bis dahin sage ich, bye!